Hat sich meine Einstellung gerade irgendwie. Achso. Moment. Achso. Vipan-Amulett. Ah, stimmt. Haben wir. Es war sogar übergangsweise mal ein gar nicht schlechtes Amulett. Schade, dass wir es später kaputt machen müssen. Moment mal, Vipan-Amulett. Gut zu wissen, dass die Sonne wieder scheint. Gut zu wissen, dass die Sonne wieder scheint. Was sagt meiner? Schade, gerade gefiel mir die Dunkelheit. Bayern hat gesagt, die Sonne wärmt. Sommertyp, Sommertyp. Ja, gerade eben kann ich ihn nicht so wirklich leiden. So, ich habe mal dieses Vipan-Amulett mal angelegt, einfach weil es mir steht. 10 Mana, 10 Leben, also übergangsweise ist das ganz gut. Aber wir müssen es nachher kaputt machen, also. Ne? Ja, deswegen, ich hab's auch, ich hab mein altes behalten. Ich komm gleich nach. Ja, ist gut. Reden Sie mit, achso, ich soll nur mit dem reden, okay. Wir reden jetzt mit einer Menge Leute. Okay. Ja, wenn auch mit will. Hab ich noch mal kurz umgeguckt. Ich habe uns eine neue Quest geholt bei Drogenarm. Ja. Ich rede erstmal mit ihm hier, mit dem Kane. Ich verscherbe erstmal ein bisschen Krempel. Natürlich braucht ihr einen Horadrim-Würfel. Ich habe mit Fürst Jerry. So, mit wem soll ich quatschen? Drognan. Drognan. Drogenbaron. Sobald ich mich, sobald ich hier verkauft habe. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Hä? Suchen Sie Palast der geheimen Zuflucht. Oh ja, jetzt dürfen wir gleich in den Harem. Ach, weißt du was, ich jag das Amulett gleich mal durch den Mixer. Moment mal, wo ist Stampus gerade? Ja. Hab ich gefunden. Yay. Sag's mir wieder, ich darf nicht passieren. Haltet euch. Nein, jetzt dürfen wir rein. Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast. Wartet aber noch einen kleinen Moment auf mich. Alles war bestens. Bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhalten. Moment, das packe ich mal weg. Den Stab nehme ich als Zweitwaffe mit. Nicht mehr kam recht. Hast du den Stab gemacht? Gut. Ja. Suchen Sie den Palast nach der geheimen Zuflucht. Im Zweitwaffenslot habe ich nichts drin, dann kann ich das Ding auch mitnehmen. Also ich muss mir jetzt auch einmal dieses Ding machen, diesen... Bei Nein, dir, das reicht, wenn einer den hat. Achso, okay. Ja, behalt das Amulett mal. Ja, also übergangsweise das Amulett Amulett echt empfehlenswert. Okay. Gott. Dann wartet genau aber nochmal kurz auf mich, ich will auch nochmal hier kurz... Ich muss mal meine Kohle einbungern. Geil, ich hab Hohl gemobbt und er hat's nicht mitbekommen. Hm? Ist in Ordnung. Nochmal auf Deutsch. La la la. Alter, suchst du Stress? Ich hab einen mächtigen Stab. Das ist ein alter, sehr alter Stab von Zauberern, die tot sind. Also hat da nicht so viel gebracht, weil die jetzt tot sind. 31% erhöhter Schaden, 4 abgesaugtes Leben pro Treffer. Kann ich da was für setzen? Ja. Machen wir doch so. Immer noch keinen guten Stab hier für mich zu kaufen, ey. Oh. Mit Zauberinnen kannst du dir jeden Akt mindestens 3 Stäbe kaufen, die es bringen, aber ich krieg natürlich nichts. Mitleid. Du brauchst einen Stab? Was denn für einen Stab? Einen Zauberstab für Nekrophile. Die kann man beim Glücksspiel nicht zufälligerweise erwischen, oder? Nein, leider nicht. Nein, die vertickt er nicht. Arschloch. Naja. Aber so ein Knochenhelm, wer hat sowas? Die bringen für keinen was, das sind Knochen für alle. Ach so. Knochen für alle. Knochen für alle. Wupp, wupp. Okay, geht sofort los. Ich muss nochmal kurz suchten. Okay, genug gesuchtet, ich geb's auf. Ah, verdammt, ich wollte mir gerade ein Glas Wasser holen, aber ist auch so. So, was jetzt? Darf ich rein? Zum Harem Level 1. Hey, da, Weiber wo besuchen. Die ganzen nackerten Weiber auf uns warten, du. Oh, geil. Och, aber in was für einem Zustand. Ja. Hier ist alles nehmen wir die Wendeltreppe auf der oberen Seite oder nehmen wir die Nicht-Wendeltreppe auf der unteren Seite? Die Nicht-Wendeltreppe, also Harem Level 2 hier, doing. Ich wendel nicht, ich laufe.
Alter, zwei Leichen aufgemacht, einen Ring und ein Amulett gefunden. Oh, schade. Eine Tür aufgemacht und ich bin langsam. Ich hab neue Freunde gefunden. Ja, schön für dich. It's dangerous to go alone. Take this with you. Knochig. Also der Weiber hier in der Harem hätte ich mal noch vorher gestaut. Also die Mädels sind genau nach nekrophilen Geschmack. Ja, total, aber ich stehe mehr so auf üppige, wohlgenährte. Das lässt sich mit deinem Berufsstand nicht vereinbaren. Ja, stimmt. Achso, da geht's auch rein. Ja, lass mich mit dem Schlechtern hier alleine. Okay. Das sagt das mir in der Leine. Wow, fat lag. Dann mach doch mal wieder ein bisschen Sauna. Hoppi, warum ist es auf einmal so heiß hier? Lalalala. Alter, ist hier irgendwo ein Viech, das die wiederbelebt oder was ist ab? Ich mach mal ein bisschen Wind hier. Ich werd immer nur langsamer. Wer hat die Truhe aufgemacht? So. Viel Wind um nix. Scheiß Eismagier, ey. Eis. Ist überhaupt nicht mein Stil. Schirm als Skelettmagier, ey. Na, ich stehe im Weg. Merkst du das endlich mal? Yes. Oh fuck. Hold on. Ender. Hast du neue Freunde? Lustig. Wer macht jetzt hier eigentlich so viel Wind? Ich. Achso. Freu dich, dass er noch kein Hurricane drauf hat. Dann wird er mich hassen. Oh ja, dann kriegen wir gar keine Kills mehr ab. Macht nix. Oh, ich hab den Palästkeller gefunden. Will ich nie. Ich hab grad verstanden. Doch, wollen wir. Schon, echt? Ist hier nichts mehr? Da oben sind keine richtig guten Truhen, meiner Erinnerung nach. Na, also das hier ist ein Abschnitt, den wir abhaken können, möglichst schnell. Aber dafür dann halt die vergessene Zuflucht umso ausführlicher. Ja. Ach, das eine. Eisbogenschützen, natürlich. Klatsch, klatsch. Mama, klatsch, Käfer. Ich wollte gerade sagen, hat einer seiner Skelette die Tür aufgemacht? Nein, meine Skelette können keinen Spaß machen. Harem Level 2. Und da waren wir schon. Achso. Da kommen wir gerade her. Oh, der. Wir müssen tiefer in den Palastkeller. Tiefer, tiefer. Ja, bei tiefer möchte ich tiefer gehen. Genau hier wollen wir rein. Echt jetzt? Okay. Wie gesagt, hier ist nichts Dolles, das können wir einigermaßen umgehen. Okay, können wir also rushen. Ja. Wow! Wer seid ihr denn? Ark, wo rennst du rum? Ich hab mit Gorillas zu kämpfen. Lebst du noch? Ja, natürlich. Ich komme zu. Lebst du immer noch? Ich lebe immer noch. Aber bist du endlich mal tot? Nö, dir. Ich will dich als Untoten wiederbeleben. Warcraft, ich will dich als Facebook-Freund haben. Er will mich auch. Ich hab Palastkeller Level 3 gefunden. Ja, dann raus hier. Extreme Rush Modus aktiviert. Juhu! Dann nicht. Ey, gehst du die Treppe runter? Ich hab grad so einen guten Lauf, das muss ich ausnutzen. Ratatata. Ein wundervoller Edelstein. Aha. La, da, 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 da. Der wunderschöne Mann da rein. Oh, hier ist irgendwas episches. Ja, Feuerauge. Klopf ich grad drauf ein. Der hat sich ausgewindet. So episch war er nicht. Ja, vom Winde verweht. Portal. Oh, das ist gut. Das ist die Zuflucht. Wow. Man könnte sich hier drin. Oh ja, die Viecher hier haben's drauf. Okay, Leute. Jetzt müssten wir echt zusammenbleiben. Wollt ihr erstmal eure Tränkvorräte aufstocken? Ja, definitiv. Ich gehe einmal hier ist Wegpunkt genau in der Mitte. Ich habe hier Tränke.
Nein, ich muss sowieso mich mal kurz entleeren. Ich brauche aber... Nee, so. Mana-Trank brauche ich nicht. Gegengifte, Auftautränke, Heiltrank. Alles, was ich brauche, ist heilen. Ach, glaub mir, hier kann auch noch Nukromo vergiften können. So, das dürfte jetzt erst reichen. Ach nee, ich brauch keinen Mana-Trank. Alter, wo habe ich das ganze Geld auf einmal her? Voll dick, also bling bling und alles so, Okay, Leute, geht sofort los. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin noch bei dir, er verkauft schnell Zeug. Achso, ja, warte mal, bei mir ist leer, also kann mir egal sein. Ich verteile nochmal schnell meine Stats. I'm on my way, bitches. So. Gut. Und ich verpasse euch nochmal eine Dröhnung und los geht das. Also, wartet. Wir haben hier halt 4 Wege, in jede Richtung eine. Am Ende jedes Weges wartet eine Belohnung auf uns, beziehungsweise an einem Weg wartet eine Art Boss auf uns. Also wollen wir möglichst erstmal die 3 falschen Wege finden, weil hier lohnt es sich wirklich. Wir gehen sowieso alle Wege, also von daher Shadur. Und wir folgen einem Schaf, also wie richtig können wir da nachschauen. Wir nehmen als erstes den Portalweg. Let's play. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal. Ja, ich wurde nämlich schon wieder gerade... Nur mit roten Portalen. Ach ja, und vorsichtig, die Viecher saugen Mana. So, das kann mir bei mir egal. Was war das denn gerade für ein... Ich hab dermaßen... Au, ja, Höllenplan. Ich kann's nicht angreifen, weil mir ein Schaf im Weg steht. Entschuldigung. Ich hab Fernkämpfer dabei, also. Ja, wie gesagt, ich kann's nicht angreifen. Also meine Viecher sind hier wieder ein bisschen fehl am Platz. I can't move. Da steht mir so ein Alter im Weg. So, hier unten langs, oder? Irgendwo durch irgendein Portal, das uns weiterbringt. Ich bin hier durchgegangen. Also ich würde das obere nehmen. Ja, super, jetzt bin ich schon durchs untere gegangen. Ja, dann nehme ich halt das untere, passt schon. So, bin bei euch. Lass mich nicht alleine, Jungs. Ach, hier seid ihr. Du Vieh! Was ist denn bei mir gerade los? Ich treffe gar nichts. Mir steht so ein knochiger alter Sack im Weg. Und ich konnte mich nicht bewegen. Achso, ihr seid da unten. Ich gehe schon mal hier längs. Hier ist noch genau hinter dir. Alter, mit so vielen Leuten macht die Zuflucht fast keinen Spaß. Ich freue mich. Oh, die Portale nerven. Zum Glück haben wir den nervigsten Weg als erstes gemacht. Wo seid ihr denn schon wieder? Da, wo die Action ist. Da. Yay! Voll verwirrend hier. Aua! Das ist Portal! Ich war noch immer drauf, dass Gladys auftaucht. Mal ein bisschen entfernen. Klatsch, klatsch, klatsch. Was hat der große Zauber gebracht? Muss ich das noch identifizieren? Ihr rennt hier ein bisschen zu schnell, als dass ich das machen könnte. Ich versuche nur mitzuhalten. Mitzuhalten? Du bist die ganze Zeit immer Erster. Erster! So, ich kann den. Ihr bleibt jetzt hier erstmal stehen. Lass mal gucken. 22 maximal Ausdauer. Es steht wieder ein Schaf im Weg. Scheiß drauf. Bin ich jetzt auf Portal gekommen. Bäh. Hier seid ihr. Ja, wir müssen gleich wieder den Rückwärtsgang einlegen. Weil das hier ist nur so ein Zwischenweg. Aber mit Belohnung, hoffentlich. Den Weg, ich kenne mich hier sehr gut aus, also. Wir legen den Rückwärtsgang wieder ein. Wieso? Vertrau mir einfach. Dörr! Ich kann's nicht erklären, es ist halt so. Wir gehen jetzt hier oben lang.